Dritte Liga live bei Magenta Sport. Präsentiert von bwin. Die Kickers Würzburg nach dem Wahnsinn von Unterhaching jetzt im Heimspiel gegen die SG Sonnenhof Groß Asbach. Die hatten in den ersten beiden Spielen noch keinen Punkt sammeln können. Die rot-weißen Würzburger in der ersten Spielminute im Vorwärtsgang, aber mit dem Ballverlust. Und dann ging schnell bei Groß Asbach der Ball in die Spitze für Jonas Behunek. Und da kommt Hendrik Hansen und setzt den Behunek um. Klare Sache, Strafstoß für Groß Asbach und gelb gegen Hendrik Hansen. Wie der hier reingerauscht kommt, ist einfach viel zu heftig. Den fälligen Strafstoß übernahm Nicolas Jüllich und ganz sicher verwandelt er zum 1:0 für Groß Asbach in der dritten Minute. Keine Chance bei diesem toll platzierten Strafstoß für Erik Verstappen. Jubel bei Oliver Zapel, der Groß Asbacher Chefcoach. Ja, seit 19 Spielen ohne Sieg. Klappt's heute? Erstmal die Würzburger mit einer tollen Reaktion auf diesen Rückstand. Luke Hemmerich in der 23. Minute mit einem schönen Freistoß. Aber die neue Asbacher Nummer 1, Maximilian Reule, kratzt den aus dem Winkel. Halbzeit 1:0 für Groß Asbach und gelb vor der Pause noch gegen Ruben Sattelmeier, den Torwarttrainer der Groß Asbacher. Das ist ja die neue Regel, dass auch die Betreuer eine Karte bekommen können. In die zweiten 45 Minuten kamen die Groß Asbacher besser rein und hatten hier eine super Chance durch Dan Patrick Poggenberg mit einem strammen Linksschuss ganz knapp vorbei am Würzburger Kasten. Die gaben sich aber nicht auf, die Hausherren. 57. Minute, schöner Ball auf den besten Würzburger heute, Luke Hemmerich. Und der Pfosten verhindert den Ausgleich für die Gastgeber. Super runtergenommen mit der Brust und dann direkt abgezogen. Glück für Groß Asbach in dieser Szene. Dann ein bisschen Slapstick, wo ist der Ball? Oh, Sebastian Böse. Ja, sowas passiert auch einem Profi. Sowas passiert leider auch einem Profi. Der Würzburger Leroy Quattro musste ausgewechselt werden in der 61. Minute, weil er hier von Jamil Dehm einfach abgeschossen wurde. Kriegt den Ball an die Schläfe und ging K.O. Gute Besserung an ihn. Breitkreuz kam für Quattro. Deswegen erstmal etwas Unordnung in der Würzburger Defensive. Und Groß Asbach nutzte das in der 63. Minute. 2:0 durch Jonas Behunek. Super aufgelegt von Mbongo und Kai Brünker. Und dann keine Chance wieder für Erik Verstappen. Oliver Zapel mit der Säge. Die Würzburger gaben sich nicht auf, aber konnten sich auch keine wirkliche Torschance mehr herausspielen. Und so gab es in der Nachspielzeit die Möglichkeit zur Entscheidung für Kai Brünker. Der war eingewechselt worden und macht das hier super elegant gegen Hendrik Hansen und Erik Verstappen. Die Entscheidung in der Nachspielzeit 3:0 durch Kai Brünker. Große Erleichterung natürlich bei Oliver Zapel. Die ersten Punkte für die Groß Asbacher und für ihn nach 19 Spielen endlich mal wieder ein Sieg. Wir wussten halt, dass Würzburg auch durch die Niederlage ein bisschen mit Wut im Bauch hier ankommen wird. Wir sind speziell darauf eingestellt worden, dass vielleicht die ersten 10 Minuten extrem wild werden, weil gerade diese Niederlage noch verdaut werden muss. Deswegen waren wir darauf vorbereitet, dass wir natürlich dann nach 57 Sekunden den Elfmeter direkt rausholen. Es war natürlich noch schöner. Extrem bitter natürlich. Ich denke, wir haben 3 gute Spiele gemacht. Wenn man sieht, wie ärgerlich wir jetzt Samstag verloren haben und jetzt auch sehr, sehr bitter. Das tut natürlich sehr weh, aber wir müssen den Kopf hochbehalten und weiter an uns glauben und einfach so weiterspielen, nur die Tore machen. Die Möglichkeit dazu haben sie bereits am Freitagabend im bwin-Topspiel beim FC Ingolstadt. Dreimal gut gespielt, trotzdem nur 3 Punkte, genauso wie jetzt Groß Asbach.